Ja, da habe ich noch keine AOE-Heilung. Ein Gebiet der Heilung dauert etwas, glaube ich. Aber gut, dass du uns daran erinnerst, wir werden jetzt nicht alle gleichzeitig im Feuer stehen. Geben uns große Mühe dabei. Dauerhaft Blitzheilung spammen oder auch zwischendurch die normale Heilung? Auch die normale, eigentlich genau umgekehrt. Du nimmst eigentlich immer die normale, weil die deutlich weniger Mana kostet. Und die schnelle eigentlich nur, wenn es kritisch wird. Okay. Also wie beim Weißmagier bei FF. Ja, genau, so kann man sich das vorstellen. Ne? Das eine ist halt eher so sparsam, heilt zwar auch nicht so viel, aber. Andere kostet halt sehr viel, ist aber auch sehr gut. So. Ja, ein paar Kisten einpacken, ja. Mehr Kisti, 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 Kisti. Was? Alter, 17 Uhr. Wo ist der Tag geblieben? Wenn ich immer mal zähle, dass ich seit 6 Uhr morgens am WoW zocken bin, guckt mir kein Mensch. Oh. Komm, dann habe ich alles. Ich habe auf jeden Fall auch schon rausgefunden, was mein Panic-Button ist. Echt? Ja. Segenwort Emphanie. Ah ja, der große Cooldown, ja. Aber jetzt hast du dich gerade selber gehört? Ich wollte gerade meinen Panic-Button drücken. Ich habe gerade meinen Panic-Button gedrückt, ja. Bald machen wir alle zusammen einen Panikraum auf. Ja, aber ich meine, dazu sind sie da. Auch die Panikknöpfe müssen mal gedrückt werden, sonst fühlen die sich einsam. Oh. So, jetzt habe ich Mitleid mit meinem Panikbutton in FF14. Ja, der hast du ganz doll lieb. Ja. Wir können es ja nächstes Mal so machen, wenn wir wieder zusammen spielen, dass ich ganz, ganz viel tanke und du kannst mal den Panikbutton drücken. Nee, danke. Ich? Okay. Nee. Ey, ich darf einen Skillpunkt gleich verteilen. So. Was macht das da? Platz 10, ein Fehler, zählt dieser Mensch hinten, der über sie in den läuft und schon. Okay. Gehe ich mir mal dahin. Bist du eigentlich auf heilig oder auf Disziplin geskillt? Ich bin auf heilig. Auf heilig?
Ja. Ronis auch. Das ist so wirklich White Match. Ich habe auf jeden Fall jetzt so Federn bekommen, womit ich die Leute dann schnell Bewegungsgeschwindigkeit bekommen. Oh lol. Ja, das war ein bisschen viel. Das war ein bisschen sehr viel. Dezent. Alter. Ja, das war ein bisschen sehr viel. Ja, passiert mal. Oh nein, wie der Fuchs am Sterben ist. Oh nein. Oh Gott. Das gebe ich gleich ab. Gib's Wende ab. Da habe ich ja direkt Mitleid. Vor allem erstmal noch so die Arme nach oben gesteckt. Rosebud. Ja, irgendwann muss es doch mal Wildgulasch geben. Oh, es gab schon mehr als genug Wildgulasch. Ja, warte, die Füchse machen den sterbenden Schwan, wenn sie sterben. So, haben wir kurz einen Namen. Und Energy. Scotty, Energie. Ich sag mal so, Pegel muss bleiben. Also wird das nichts. Richie, möchtest du auch schneller laufen? Oh, ich hab mein Dingens aber. Okay. In aller Not kann ich immer noch meinen Sprint einsetzen. Wenn er nicht so lange brauchen würde. Oha, der hat mir alles gerade meine Feder geklappt, die ich mir vor mich gelegt habe. Alles geil. Ein Dungeon. Sind denn einem Dungeon? Ein Dungeon. Sorry. Ja, ein Dungeon. Da drin. Sieht etwas weird aus. Wie der da steht so. Oh Gott. Ich muss meine Tiere gleich mal wieder beschauen. Also wiederbeleben. Gleich. Gleich. Warte. Wiederbeleben. Oh ja, ich mag Blut. Nee. Ah nee, einfach wiederbeschauen, oder? Ja, okay. Brauch doch meine Tierchen. Ohne meine Tierchen bin ich nichts. Ohne meine Tierchen gehe ich unter. Eine Spinne. Eine Spinne. Oh, Alter. Oh, da kribbelt's aber echt. Das ist sogar eine von den richtig guten. Oh, oh, oh. Nee, wirklich nicht. Eure Anmaßung wird euer Tod sein. Red Deutsch. Frisch, mein Tierchen. Friss dich satt. Sprich Deutsch. Seid
Deutsch, meine Damen und Herren, Deutsch. Ja, versteht doch keiner, was er von einem will. Das ist genau das deine Absicht. Das ist aber unfair. Money, money, money. Must be funny. The rich man's world. Einfach mal ein paar Dings platzieren, ein paar Engelsfedern. Vielen Herausforderungen gestellt. Zu schade, dass alles umsonst war. Schon bald werden sich eure Völker meinem Land beugen. Ihr seid niemand. Ich folge einer höheren Berufung. Einer höheren. Mein Lord wird eure aller Ende sein. Oh yeah! Bazinga! Oh, ein paar Armschienen. Auch nicht schlecht. Oh, guck ich mir gleich an, wenn wir draußen sind, was ich da gekriegt habe, rein lasse. Ein Ring mit 7 Int. Schmeißt du deinen Ring ins Feuer endlich? Nee. Nicht? Nee. Nee? Und sie fallen alle. Blut und Donner. Sieg. Tabu. Sieg. Oh yeah. Yay, 24. Level up sind immer super. Ja. Wohl wahr. Wollen wir nochmal zerschmetterte Heim? Das ist ja hier gleich um die Ecke. Ja, können wir machen. Gerne, gerne. Komm mal her damit. Wollen wir mal neige. Spider-Man, Spider-Man, that's Spider-Cat. Whatever Spider-Can. Yes, it's me. Through the wall. Yes, you can. He's a Spider-Man. Oh, diese Spinne. Oh. Thrall Hall. Furchtbar. Oh, Alter! Sicher, ich bin das ewig gern gesehen. Die stellt sie doch direkt dahin, ne? Genau da stellt sie das Drecksvieh hin. Ach, komm, ey. Ich glaube, da hat Torgrax sich keine Freunde gemacht. Boah, dieses. Ey, sag mal, das ist schon ein richtig schönes Exemplar. Oh, Alter. Das ist ein mieses Viech, ey. Ich hasse Spinnen. Spinnen sind aber nur furchtbar. Ich weiß, sie sind nützlich, aber ich hasse sie dennoch. Ich werde sie niemals mögen. Genauso wie Wespen. Oh, hör mal auf die Wespen, ey. Wespen sind nur Ärsche mit Flügeln. Ja.
Okay, bist du freut. Das sind halt so Viecher, die einfach nur penetrant sind. Ich war ja mit meiner besten Freundin im Moviepark und da war zu der Zeit leider eine kleine Wespen, Wespenbefall, also ein großer Wespenbefall. Mhm. War nicht sehr angenehm. Das glaube ich gerne. Wir müssen ihnen den Vorteil rauben! In Position! Langgestreckte Ärmel. Nächster Krieger! Vorwärts! Er sagt vorwärts! 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 Gib Gleichschritt! Ich muss mit diesem langgestreckten Ärmel leider an eine andere Person denken, ey. Okay. Eine Person, bei der man über Twitch nicht reden darf. Gut, dass ich jetzt noch weniger weiß. Nicht so schlimm. Ich darf ihn dann auch leider nicht beschreiben, weil jegliches Thema mit dem halt wirklich verboten ist. Ja, passt. Ja, ist okay. Mein Name ist Hase, ich weiß von nichts. Nein, eigentlich ist mein Name Fötchen und ich weiß von nichts, aber egal. Seelein ging allein in den tiefen Freitaglein. Weiter weiß ich nicht, mir fällt es leid. Steht auf! Aufstehen, das war für Luschen! Was für eine Schokosauce? Schokobo-Sauce! Nein, nicht die Schokobos! Lass den Schokobo aus dem Spiel! Lass den Schokobo aus dem Spiel, dann lass ich deins aus dem Keller. Okay. Wedel, wedel, Twinsen, wedel, wedel, Tail. Die Lein ging allein in den großen Tümpel hinein. Mhm. Gesangstream. Die fünfte. Ja, ich dachte, wir spielen hier SingStar. Ach so. WoW SingStar. Ja, klar, logisch. Ja, die besten WoW-Songs. Ja, Doktor, du hast einen guten Zusammenschnitt vor dir. Also ja, gesangstechnisch. Der neue Remix. Ja, das war eine Dauer, glaube ich, auch. Da hast du auf jeden Fall mehr als genug Vorlagen. Ja, meine eigene alleine schon. Ja. Das wird der neue Hitsong. Scheiß auf Laila oder Olivia oder wie die alle heißen. Wir machen einen eigenen. Ja. Wir werden populärer als Himmelblau. Micha. Oh, müsst ihr alles dreimal wiederholen? Lauft! Das ist der Hall. Was für ein Oger? Der Schädel ist so hart wie das eines Ogers oder so, hat er was erzählt. Wer will das schon wieder wissen? Er hat's getestet, wahrscheinlich. Ach, Papplepuff. Angst? Wovor hast du Angst?
Weiß nicht, der hat mir Angst gemacht. Du erzählst uns. Wovon? Der hat die Hose aufgezogen, hat schon wieder. Er hat die Hose ausgezogen. Also wirklich. Ja, bei dem Anblick würdest du auch rennen, glaub mir mal. Ja. Das würde ich aber sofort kehrt machen. Und mir die Augen auswaschen. Boah, diese Spinne. Furchtbar. Danke, Spider-Man. Huch. Einfach nur furchtbar. Puff, bam, 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 bang. Bang, 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 bang. Ah, ich wusste es. Ja. Eindringlinge haben die Verteidigung durchbrochen. Quark? Quark. Die Dunkelheit wird uns holen. Ja, ihr und eure Dunkelheit. Bogenschützen, formiert euch! Ja. Auf mein Zeichen anlegen! Zielen! Feuer! Es wird jetzt ein bisschen viel. Jetzt geht's ab. Ja, das Gute ist, ich habe mittlerweile eine AOE. Ich hätte gerne auch eine. Das glaube ich dir gerne. Bin da mittlerweile ganz dankbar für. Vereinfacht mir meine Arbeit. Da, 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 da. Wo bleibt meine Unterstützung? Wenn ihr mich jetzt nicht tötet, habt ihr euch... Versteht das als Gnaden, Dude. Ich frage es eher für wen. Aber merkt er, jetzt ist schon ein bisschen zügiger, ne? Ja. Aber ist auch nicht schlimm, wenn man sich erstmal dran gewöhnt hat. Los, rennt! Oh, ich bin aber viel zu faul zum Rennen. Ja, die Gebieterin lässt sich nur mit der Sänfte tragen. Ja. Yeah.
rutscht. Geht's den Kopf auf, schüttelt mir. Ist schon ganz Bett gesessen. Ey, den Grimo musste man noch voll heilen. So. Jetzt sitzt sie ja wieder. Das kann ich auch wieder heilen, ja. Ach, jetzt kommt der ja wieder. Ja, der macht Spaß. Diesmal kann ich auch vorher wegrennen. Jetzt habe ich meine Federn. Mal schauen, vielleicht kommt der gerade gar nicht dazu, wenn wir genug Schaden machen. Ich glaube, ich mache auch mal mit Schaden. Wir jemand anderes töten. Ich bin noch nicht fertig, Idiot! Oh, Morphi klein. Nee. Das Gute ist halt einfach, ich kann halt einfach stehen bleiben, ne? Ich hab's halt so. Ich kann halt die ganze Zeit stehen bleiben. Okay, rein. Huch, das war die falsche Taste. Das ist alles deine Schuld. Siehst du? Alles deine Schuld. Ja, ich wäre so gerne Millionär. Da wäre mein Konto niemals leer. Ja, ich habe da gerade eine Errungenschaft gekriegt. Sag mir nur warum. Ja, weil du Gold aufgelootet hast. Das sind aber keine Millionen. Es lügt. Nee, das ist noch leider keine ganze Million. Das ist noch nicht mal eine halbe Million. Obwohl Kupfer, glaube ich, vielleicht, ja. Sein Kupfer könnte, ja. Muss mal überlegen, wie viele Nullen sind das? Kupfer sind 100, ist ein Silber, davon 100, ist ein Gold. Da haben wir schon mal vier Nullen, ne? Und dann nochmal zwei Nullen wegen für Gold. Sechs Nullen, ist eine Million. Ich habe einmal kurz geträumt. Spinne. Ihr habt sie echt angetan, wa? Kriegst du die Augen wieder von dir los? Ja, wenn sie von mir rumläuft. Mit ihren ekelhaften 8 Beinen. Kann ich ja nichts dafür. Hey, hab nur meine ausgewachsene Spinnenphobie. Sie sucht doch auch nur Wärme, Schutz und Geborgenheit. Komm mir jetzt nicht so. Die hat 8 Beine, mit denen sie kuscheln kann. Aber wenn sie sich selber kuscheln, ist es halt langweilig. Das machst du dann auch nicht. Hast du eine Ahnung? Stimmt. Nein. Ich hab frisches zu knuddeln. Ich glaub, bevor du dich selber den Arm nimmst, nimmst du entweder frisches oder deine Katzen in den Arm. sag ich ja, ich hab hier frisches zu knuddeln. Ich glaub, bevor ich mit der Spinne knuddel, passiert aber einiges. Knuddel ich lieber mit einer Feuerquelle oder sowas. Man nennt mich nicht ohne Grund Messerhaus. Ihr werdet schon sehen. So Attacken hätte ich echt gerne meine AOE. Und glaube ich dir immer noch gerne. Also beim Priester weiß ich nicht aus dem Kopf, ab wann. Könntest nachgucken. Thank you.
Level 32. Da kriege ich Gebet der Heilung. Ah. Ja, das geht ja. Ist nicht ganz so weit weg. Das andere wäre sonst Heilige Nova. Das ist Schaden und Heilung mit 31. Ja, Holy Nova. Das kann man auch schön spammen. Bengai. Bengai. Wie bei Magiern. Level 25, da kann man sich schon wieder was aussuchen. Für die Horde. Ja, für die Horde. Ui. Aktivierung von Zorn des Wildtiers. Gibt ja zwei Aufladungen von Stachelpfeffer. Ach, das da. Aha. Der Ruf hat einen um 20% höhere Chance, die Abklingzeit von Stachelpfeil abzuschließen. Ein Schuss mit zwei Projektilen. Da war einer versteckt. Da primärt sie so, wer das hier in der Ausrüstung. Aber. Ich habe bis jetzt auch keine Ahnung, welches davon ich nehmen soll. Vielen Dank. Oh, die Flammenflügel. Die sind cool. Ich mag die. Oh, Hilfe, was? Nein, mein Chips sind leer. Kann mal einer auf das Viech treten da. warte, ich mach Torkax einmal. So, jetzt sehe ich das Viech nicht mehr. Wenn er jetzt nicht ausweicht. Da. Ja, der ist auch groß genug, ne? Ja, deswegen, da passt das. Dann sehe ich das Tier nicht mehr. Ach komm! Ich gehe nicht weiter, bevor du nicht weitergehst. Du bist jetzt mein Schutzschild. Ja, da sehe ich es Gott sei Dank. Ah, da. Da, perfekt. Ich kann mich mitbewegen. Ah, weg. Erstmal. Ey, mal ein Speedboost für mich, ey. Wir sind hier hinten irgendwo. So. In der Speisekammer. Ja. Oh, beim Drehen, ey. Irgendwie ist das cool. Da ist ja was geflogen. Hast du gesehen, Dufte? Aber was hast du aus meiner Trickkiste geholt? Ja, also, welche Nummer war das? Trick 16? Weiß ich nicht. Ist eine Heilungs- ist auf jeden Fall die Heilung gewesen. Alter! Erschreckt mich jedes Mal. Wo kommen die ganzen Kleinen denn her von mir her? Holy shit! Wie viele? Diese Flügel. Schön. Hoch. Ja, machen wir noch einen, oder? Wie schaut's? Können wir machen. Ich muss nur, glaube ich, mein Inventar gleich nochmal leeren. Ja. Ich würde auch eben fliegen lernen. Ah, ne, ist erst ab 30. Ne?
Leider erst ab. Oh. Ja. Kritische Treffer bräuchte. Er ist so ein Riesenviech. Geht die Vielseitigkeit verloren. Alles andere, alles geht hoch außer Vielseitigkeit. Ist das dann schlecht? Vielseitigkeit bestimmt ja, wie hoch meine Heilung auch ist, ne? Nee, das ist schon gut so. Weil alles andere hoch geht, ist das super. Und hab ich noch Schuhe. Am Anfang ist das eh noch nicht so wichtig, ob da Tempo, Crit, whatever. Da, wo einfach mehr drauf ist. Ich war gerade am Verkauf, auf einmal rennt das riesen Mammut weg. Ich bin's nicht. Aber ja, verkaufen ist nochmal eine Idee vorher. Ja. Ich habe viele Glücksbringer. Wollt ihr einen? Ich habe viele Glücksbringer. Ja. Ja. Ja, dann. Erzähl das jemandem, der es hören will. Ja, passiert. Ich habe nur ausgesehen, auf einmal meinen anderen Ring ausgerüstet und denkst so, hey, was ist passiert? Jetzt beide nochmal. Das kann ich auch wegpacken. All unseren Freunden viel Glück. Ich habe ganz, ganz viele Waren. Okay, das war lange. Leb wohl. Okay. Yay. Aber das ist aber vollständig, ne? Ja. Ja, sehr gut. In der Tat. Rufa, Rufa. So, lasst das Massaker beginnen. Lol, er hat Vulva gesagt. Nein, Vulva. Schon wieder. Raus damit. Ich glaube, du musst mal deine Füße waschen, damit der Dreck aus den Ohren nachrutscht. Für die Horde. Na, Küsschen, Hallöchen. Wie geht's? Alles gut bei dir? Du musst zuerst etwas anvisieren. Ja. Hey, das höre ich nicht mehr. Ich mag die Stimme von meinem Vulva, also ist mir das. Ich kann halt einfach diesen Satz nicht mehr hören. Es geht halt einfach irgendwo. Naja, Teile habe ich ja normalerweise immer nur ein Ziel, ne? Ja, gut. Noch geht's mir gut. Wird sich ein paar Stunden ändern. Uns geht's auch noch gut. Ja. Ja. Ja, so. Muss hier noch einmal was looten. Haha, voll in den Nacken. Oh, richtig Nackenklatscher. Oh ja. Das hat geprickelt in seine Nacken. Irgendwo noch Blut hier. Ich muss einfach kurz nach Blut gucken. Blut, 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 Blut. Ich darf halt nicht die Blutproben vergessen, das wäre ein bisschen schlecht. Oh, ich glaube, ich habe alle. Ja, wir waren beim Stiefel und morgen wieder bei meinem Schatz. No, ihr freut mich. Dann genießt die Zeit. Ja, schon. Heiler werden hier überschätzt unter nicht gebraucht. Ja, doch schon. Also, da war ja schon wieder der Panikknopf, ne? Aber auch den muss man, wie gesagt, ab und zu mal drücken. Ja, der wird bei mir in FF vernachlässigt, der Panikknopf. Ja, sonst vergisst man, dass man sie hat. Ich
Also ich konzentriere mich größtenteils auf den Heiler, auf den Tank. Die Idee ist, heile ich hier und da. Reicht in den meisten Fällen auch, ja. Gibt es eigentlich hier auch sowas wie Spontanität, damit ich zum Beispiel die Wiederbelebung schneller zaubern kann? Ja, kriegt aber der Priester nicht. Ah, schade. Also es gibt solche Sachen, dass man mal einen Instant-Zauber hat. Der Schamane hat sowas. Schami. Ja, Schami hat auf jeden Fall sowas. Magier hat, glaube ich, auch sowas bei Arkan. Ich bin der Meinung, der Baum hatte das früher auch, aber ich weiß nicht, ob das heute noch hat. Ich weiß nicht, ob oben in der Klarsicht meinst du, wenn dann. Aber ich glaube, das war nur ein kostenloser Zauber, nicht kein Sofortzauber. Kann sein. Halt, da bin ich mir nicht so sicher, ob das du, halt. Dudu Bäumchenform. Ja, aber der Dudu hat generell auch viele Instants, ne? Die dort die Hotsteer darauf ballert. Seht euch das an, den ganzen Raum, ne? Das haben wir vorher Gruppe für Gruppe gemacht. Steigern uns. Das sind jetzt auch zwei Leute mehr, ne? Ja, das stimmt auch, ne? Das darf man nicht vergessen. Dadurch sind das Schaden-Output höher und dementsprechend sterben die Gegner schneller. Ja. Ich muss gucken, dass ich immer wieder welche rankriege. Nicht, dass die aus uns ausgehen. Ja, das könnte ganz böse enden. Wir brauchen noch Nachschub. Meine Viecher haben Hunger. So, den hole ich jetzt gleich wieder. Sobald der Kampf endet, kann ich wiederbeleben. Ja, das ist bei der Hektik, oft sind es die Minen, die halt komplett quer durchrennen. So. Da ist sehr viel Splash Damage dabei. Nein. ja, gucke ich nach der Inni. Wenn ich Pipi-Pause mache. Danach ist es ja schon wieder eine ganze Weile her. Fast 2 Stunden. Es wird schon bald wieder dunkel. Möglicherweise finde ich eine Verwendung für euch. Oh, verdammt heftig. Aber ich habe Angst im Dunkeln. Oh. Dafür spiele ich dir ein Lied auf der kleinsten Violine der Welt. Ah ja, das ist eine tolle Folge. Ich habe die Kontrolle über mein Leben verloren. Ich kann mich nicht wehren. Ah, jetzt. okay. Gut, dass alles gut ist. Wie gesagt, guck ich gleich nach. Ich hab einen Streitkolben gekriegt. Ja, hast du nicht eine Einhandwaffe gebraucht? Ja, aber eigentlich was zum Heilen, ne? Ja, ist doch was zum Heilen. Ja, ich heile die Gegner von ihrem Leben. Alter, was ist denn da mit Garrosch passiert? Ich glaube, der ist in eine Mine getreten. Oder in 3, glaube ich. Können auch die Dynamitstangen sein. Also die Techniker hier sind die schlimmen Viecher. Die schmeißen Dynamitstangen und legen diese weißen Minen. Und wenn das mehrmals auf einmal passiert, kann das schon ganz schnell boosten in der Lebensleiste. Der Hund legt auch Minen. Heile. Ah, das ist gut, mein Küsschen. Bis gleich. Heile, Segen. 3 Tage Regen. Ah, ich hab Popcorn. Poppiges Korn, yay. Poppiges Korn. Ups. Das ist so der Klassiker. Ups. Jäger Multi schon bam. Entschuldigung. Ich sag nur, das passiert.
Ja, es passiert halt so. Weißt du, ich dachte, das wäre doch der Letzte, der vorne ist. Nee. Und dann zack, da kommen sie. Oh, oh, oh. Gut. Was passiert? Ich wollte auch mal tanken. Ich wollte halt auch mal tanken. Lasst mich. Und doch Bock auf weitere 12 Stunden. Klaro. Bin ja nicht alleine. Dufte leidet ja mit mir. Nein, das sind Stunden voller Spaß und Abenteuer. Sagt er. Ich sag die Wahrheit. In ein paar Stunden sieht das anders aus. So um 1, 2 Uhr morgens, wenn da so die Müdigkeit so langsam kickt. Noch ist alles gut. Ja, noch ist gut. Noch also, habe ich aber Energie. Ja. Ich glaube, der wird heute auch leer bei mir. Ja. Ich glaube, das könnte... Ja, der wird genutzt heute. Bekommt ihr Schaden hier? Halleluja. Ja, da kann man mal demonstrieren, wie gut die Bomben und Minen sind von den Technikern. Es dauert noch so lange, bis ich meine AOE-Heilung kriege. Danach ist das nicht mehr so das Problem, da muss ich euch nicht mehr einzeln anlegen. Schön. Also ich weiß ja nicht, ob ihr schon wusstet, aber ich bin froh, dass ich Fernkämpfer bin. Ich muss zugeben, bis jetzt ist der Heiler ganz geil, aber ich vermisse eben meinen Furor-Titanangriff-Krieger. Ich freue mich gerade wieder aufs Neue mit dem Jäger an. Ja, Jäger ist super. Ich hab den halt immer wegen der Pets gehabt. Das ist jetzt das erste Mal, dass ich mir tatsächlich durchlese, was die einzelnen Fähigkeiten machen. Ey, das ist voll gut. Das ist ein guter Anfang. Ja. Ja, vorher habe ich halt immer irgendwas gedrückt und gehofft, dass es funktioniert. Solange du die Knöpfe spammst, bis es das macht, was du willst. Ja. Ich habe zumindest immer überlebt. War ja auch nur überlevelt hier drin. Huch. Mit 50. Da konnte mir ja auch nichts mehr passieren. Also, ne? Wir müssen es halt ganz leicht den Gegnern zwischendurch auch richtig schön aufs Maul zu gehen. Also ich muss sagen, insgesamt finde ich auch Fernkämpfer insgesamt besser. Also jetzt nicht besser, weil sie irgendwie stärker sind, sondern einfach, weil es meistens in den Bossfights sich schöner anguckt. Weil wenn du als Nahkämpfer da stehst, dann siehst du halt immer Füße so. Und denkst du, ja gut, hast du gar nichts davon. Ja. Ja, ich bin halt ein Fan von Bogen. Ich habe Tierchen. Und ich finde, es passt zu meiner Blutelfe. Ja. Ich finde es halt so schade, dass der Heiler so wenig mit seinem Stab eigentlich macht, sondern alles mit den Händen. Achso, ja, die Animation meinst du, ne? Finde ich jetzt schade. Ja, gibt's gar keine Animation, Zauber-Animation, wo man auch einen Stab halt wirklich mal nutzt. Ja, das ist echt schade.
Sag mal, warum betäubt das für mich immer? Aber nicht über dich, mich auch gerade. Ja, ja, die chargen immer an. Das ist schon crazy shit. Oh. Da wäre ich fast gestorben. Ich muss den Tank am Leben halten. Edan ist ein eingebildeter Narr. Ich werde ihn zerschmettern. Ich hatte leider nur einmal Layout. Da wäre ich betäubt. Aidaria auch noch retten können. Alles gut. Mein erster Tod hier drin. Das stimmt, ach überhaupt, ne? Oder bist du am Anfangsgebiet gestorben, ne? Im Anfangsgebiet nicht, aber ich habe mich einmal, einmal bin ich ja freiwillig gestorben, da habe ich ja den... Ja, das zählt ja nicht mit, ne? mit dem und einmal bin ich aus Versehen in ihn reingerannt. Ich hätte noch entkommen können. Ich hatte gerade mein Sprint. Ich hätte entkommen können. Achso, ich muss einmal... So, Tierchen. So, du kriegst auch hier wieder. Zack. Yay. Oh yeah. Ausdauer fühle ich mich wieder super. Ihr dürft ihn nicht freilassen! Alle umbringen! Wer wagt es? Was geht hier vor? Was habt ihr getan? Ihr macht alles zunichte! Ach, heul leise. Der soll uns mal den schönsten Schmollmund zeigen, den er kann. Kommt näher und verbrennt! Diese Feuerexplosion hat früher echt mal mehr Schaden gemacht. Ich glaube, jetzt ist die nur noch optisch. Nur noch, damit sie so aussieht, als wäre sie böse. Ja, genau. Ich hab sie bekommen. Buch. Oh. Da ist die Anrufprogramm. Sehr schön, sehr schön. Ja, ich hab bei der Armbrust. Die ich haben wollte, die ich mir noch sogar vorne angeguckt habe. Und danke schön. Für die Armschienen. Whee! Das hier finde ich irgendwie cool. Thrall Hall. Vorwärts zum Sieg. 26. Es gab noch richtig schön Kohle. Oh yeah. Ah, da können wir doch mal in die Kisten hier rein. Oh, jetzt haben wir den Stab des Glanzes. Wow. Yay, ich hab meine Armbrust. Ja. Hat sich ja sogar für mich gelohnt. Extra vorher noch angeguckt. Muss ich mir trotzdem gleich wieder auf meinen Böcklein wechseln. Weil sieht ohne... nicht so toll aus. Doch, die ist toll. Lohnt es sich, plus 1 Intelligenz dafür minus 2 Vielseitigkeit zu kriegen? Ja. Okay. Ja, wieder ein Hut. Intelligenz ist immer so ungefähr 3-4 Punkte von den anderen Dingern wert. Ich finde diese Krone einfach so geil. Ich hab wieder einen Hut. Ich mach blauen Gesicht. So, das heißt, jetzt geht's weiter mit Missionen. Ja, und Pipi-Pause. Schon wieder 2 Stunden her. In der Hoffnung, dass das Bad frei ist. Ich weiß ja nicht, ob Fuschus das Bad besetzt hat oder nicht. Bringt Dufte mich wieder in Sicherheit. Damit ich hier nicht sterben tue. Hier oben passiert dir nichts. Weiß ich nicht. Vertraue dir. Hier oben kommt nichts Böses vorbei. Weiß hier ich ist ein nicht. Guter Platz. Okay. Nichts Böses, man wird diese Brücke überschreiten. Wenn ich gleich unten tot am Boden liege, dann weiß ich warum. Ja, dann hat Kitty dich runtergeschmissen. Meinst du? Ich bin gar nicht mehr da. Siehst du? Er versteckt sich schon. Er lauert in den Schatten. Oh Gott. So, einmal. Okay, dann bis gleich.